Ey, was geht? Was geht ab, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Episode. Freunde, heute ist ein ganz, ganz krasser Tag, denn es ist mein Geburtstag, Freunde. Ich habe Geburtstag. Es ist der 20.8. und der 20.8. ist einfach der Tag, an dem ich geboren worden bin. Freunde, es ist ein krasser, krasser Day für mich, ein krasser, krasser Moment auch. Denn ich habe natürlich auch einiges euch zu sagen, also bleibt unbedingt bis zum Ende des Videos dran. Guckt von Anfang bis zum Ende auf jeden Fall, denn am Ende gibt es noch wieder Real Talk. Das mache ich in letzter Zeit sehr, sehr oft und das macht mir auch sehr, sehr Spaß, euch ein bisschen hier von allem zu erzählen. Deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge, denn ich bin jetzt offiziell bei den Königskriegern und andere Sachen werden auch. Freunde, es regnet hier gerade in Minecraft, aber in mir scheint gerade mega die Sonne. Ich habe einfach Geburtstag und ich glaube, die einen oder anderen wissen schon Bescheid, ihr seht, Sue ist on, the Energy ist on, Ente ist on. Das heißt, ich bin ja noch nicht richtig offiziell im Clan, aber ich werde ja jetzt wahrscheinlich im Clan sein. Und ich weiß noch, ich wollte mit Ente auf jeden Fall noch quatschen. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch mehrere Sachen vor, die ich auf jeden Fall noch tun muss. Die Farm gehört jetzt offiziell mir. Alphastein ist weg erstmal. Wir haben gesehen, Alphastein ist ein Verräter. Viele haben zu mir geschrieben, Banks, das. Leute, ihr dürft niemals vergessen, ich bleibe meinem Bruder treu. Und wenn mein Bruder in einem Clan ist, dann ist doch klar, dass ich in seinem Clan gehe. Und ist doch egal, was A, B, C, D schreiben mit, geh zu Banks, geh zu denen. Ich gehe zu meinem Bruder. Und jeder Mensch, der da kein Verständnis hat, der ist für mich einfach, keine Ahnung, der ist einfach für mich kein richtiger Bro. So, ist einfach Fakt, weil würdet ihr, wenn ihr zwischen zwei Clans entscheiden müsstet, würdet ihr lieber zu eurer Familie gehen, zu eurem Bro, zu eurer Schwester oder würdet ihr zu einem fremden Clan gehen und dann euren eigenen Bruder bekämpfen? Macht ja keinen Sinn. Dementsprechend an alle, die jetzt sagen, ey, du gehst zu den Königskriegern, ey, du machst dies, ist mir so scheißegal, was ihr sagt. Ich gehe zu meinem Bruder, ich bleibe meinem Bruder loyal, ich greife niemals meinen Bruder an, mein Bruder soll dieses Projekt gewinnen und jeder, der anderer Meinung ist, hat einfach keinen Plan. Fertig, aus. So, dementsprechend, ich muss auf jeden Fall noch, Alter, ich muss auf jeden Fall noch mit Ente reden. Ente, komm, G. So. Käse. So. Gucken wir mal, ob er kommt. Ente, 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 Ente. Yeah, yeah. Er kommt nicht. Er kommt nicht. Wo bleibt der Ente? Also, er hat, glaube ich, nicht gecheckt mit G. Ich schreibe ihm nochmal. Gruppe, mein Freund. Ich glaube, ich hoffe, er... Bro! Ey, ich küsse dein Herz, Bro. Dankeschön, dass du daran gedacht hast. Wo wusstest du das? Ich. Sue hat dir das erzählt? Bist du gerade mit Sue? Ich muss, ich treffe dich jetzt gleich, Kian. Es gibt viele Probleme. Es tut mir leid, dass sowas an deinem Geburtstag passiert, dass man über so traurige Dinge reden muss. Aber es sind viele Dinge gerade passiert. Warte mal. Was ist passiert? Das musst du mir jetzt erzählen. Bro, komm einfach dahin. Wo soll ich hinkommen? Oh, Gurke Base. Gurke Base? Ich weiß nicht, wo die ist, Bro. Ich bin gerade bei meiner alten, da wo... Erinnerst du dich noch, wo wir das erste Mal getroffen haben? An dem Tower oben? Da wo kann die... ich gerade nicht hinkommen. Da ist zu gefährlich. Okay, kein Problem. Aber ist sonst alles okay bei dir? Fragst du nach den Koordinaten. Wir müssen später reden. Das ist wichtig, Kian. Warum? Was ist passiert? Kian, Bro. Denergy wurde erwischt. Warte mal. Denergy? Also unser kleiner Denergy, Musiker Denergy, Talent Denergy? Ja, Gurke Denergy. Was laberst du? Was ist passiert? Sie hat die Gurke erwischt. Banks hat die Gurke erwischt. Banks hat ihn gekillt? Ja. Bro, aber warum? Sag mir jetzt bitte nicht, sag mir nicht 1 gegen 1 oder war das jetzt irgendwie so ein unfaires Ding? 5 gegen 1. Die sind zu fünft auf Denergy gegangen, einen YouTuber. Mit Lina, Banks, Gambo und keine Ahnung, wem alles sind die auf den drauf gegangen. Elina sogar? Du laberst, ja, du machst Elina jetzt gerade Spaß. Awesome, Elina. Hey. Meine Perle, Elina. Ja, deine Perle habe ich auch schon besiegt mit meinem TNT. Leute, also das ist crazy. Okay, und wo bist du jetzt? Gerade auf Mission? Was ist dein Ziel? Auf Mission Sue treffen. Okay, du musst Sue treffen. Könnt ihr mir irgendwie die Cordis geben? Irgendwie, dass schon mal dahin komme? Die Gurke kann dir alles geben. Okay, ich schreib ihm mal. Alles klar, Bro, dann sehen wir uns gleich, ne? Bis gleich. Bro, was geht? Ich habe von den Neuigkeiten gehört. Wir haben uns noch nicht gesehen. Kannst du mir die Cordis schicken? Ich komme euch entgegen.
Leute, als ob Elina so eine Aktion bringt, das kann ich, also das glaube ich nicht. Also, no joke, Leute, da bin ich, muss ich wirklich jetzt sagen, da bin ich echt ein bisschen enttäuscht. Also an alle, die jetzt auch irgendwas anderes sagen, ich bin mega enttäuscht. So kenne ich sie gar nicht und sowas würde sie doch auch nie machen. Ey, das ist so schade. Als ob die zu fünft gegen eine Person gehen. Zu fünft, Leute, zu fünft. Sue ist auch gerade gekommen. Ich schreibe Sue auch eine Nachricht. Sue, Bro, wo bist du? Oh, Bro, du bist endlich da. Komm direkt her. Okay, Mann, Danergy, ich schwöre. Leute, ich sag euch ehrlich, ich will auch heute Danergy fragen, ob wir einen Song zusammen machen wollen. Viele haben auf diesen einen Moment gewartet. Viele sagen die ganze Zeit, Kian und Danergy als Feature wäre das krasseste überhaupt. Und Leute, ich frage ihn heute. Ich bin euch ehrlich, mit Elina hat es jetzt nicht musikalisch geklappt, leider. Aber ganz ehrlich, wenn sie mit fünf Leuten, wenn die mit fünf Leuten auf eine Person gehen, ganz, da bin ich eh raus. Wenn man so unfair spielt, dann müssen wir das auch machen, Freunde. Ich sag euch ganz ehrlich, Hand aufs Herz an alle, die auch sagen, ey, wenn ihr das jetzt auch macht, auch ehrenlos. Nein, ist es nicht. Es ist leider ein Projekt, es wird nur einer siegen können, deshalb müssen wir das auch tun. Aber das hätte ich halt von ihr nicht gedacht, beziehungsweise das hätte ich auch von den anderen nicht gedacht. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, gar kein Problem. Ich muss jetzt nur wissen, wo die sind. Gib mir bitte deine Cordis. Freunde, Danergy hat mir gerade die Cordis geschickt. Da muss ich jetzt hin, 710 minus. Boah, das ist ja... Digga, das ist ja ganz weit weg. Bro, das ist ja... Holy shit, da muss ich jetzt hin. Das wird ja richtig lange dauern. Aber es ist nun mal so, Freunde. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir müssen halt zu unseren Clan-Mitgliedern gehen. Und wenn das halt ein bisschen länger ist, dann ist das so. Ich werde jetzt am besten noch übers Wasser gehen. Ich glaube, das Ganze macht am meisten Sinn, wenn ich wirklich übers Wasser gehe. Und in der Zeit erzähle ich euch mal ganz kurz, was ich so vorhabe für die nächsten Tage, dass ihr einfach mal Bescheid wisst, was überhaupt dran steht. So, ihr habt ja in meinem letzten Video gesehen, nochmal riesen Dankeschön für die ganzen lieben Kommentare. Ey, wirklich, ich habe gestern Tränen gehabt wieder in den Augen, weil mich das so berührt hat, was die Leute alle geschrieben haben. Das war so wunderschön, sowas zu lesen. Und... grundsätzlich geht es eigentlich theoretisch nur darum, meine Lieben, dass ich leider derzeit aufgrund meines Internets keine Möglichkeit habe, vernünftig zu streamen oder vernünftig aufzunehmen. Und es beeinträchtigt mich unnormal. Ne? Es ist leider so, wenn Internet euer Beruf ist. Ne? Normalerweise bin ich ein Mensch, der sagt, ohne Internet alles besser etc. Aber dadurch, dass ich halt verpflichtet bin, ist das halt ein bisschen alles komplizierter. Aber nichtsdestotrotz... meine Lieben, wird diese Zeit auch vorbei sein. Es wird alles besser, es wird alles einfacher. Und dann werden wir ganz normal wieder brutale Streams haben, brutale Videos. Und alles wird richtig, richtig gut. Vor allem jetzt, wo auch Minecraft Hayden losgeht. Ich habe noch kein Herz verloren und ich werde auch kein Herz verlieren. Vielleicht werde ich eins verlieren, aber mehr auch nicht. So, wir müssen nochmal kurz gucken. Minus 400 Dings, da sind wir gut. Und dann minus 700, das heißt, wir müssen theoretisch einfach da lang weiter. Ah, okay, wir müssen einfach nur geradeaus hier gehen. Das ist ja perfekt. Und ja, ich sag euch, es wird crazy, es wird sehr, sehr crazy, nur wirklich Kuss an jeden Einzelnen, die gesagt haben, Alter, Kian, mach dir keinen Kopf, wir sind für dich da, mach dies, mach das. Also ich sag euch ganz ehrlich, ihr seid so eine geile Truppe und ich bin euch so, 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 so dankbar dafür. Und ja, heute ist der 20. mein Geburtstag und es kann schon sein, dass ich heute schon Internet habe, denn vielleicht habe ich in der Zeit jetzt, wo ich das Video aufgenommen habe, im Briefkasten schon Post bekommen. Vielleicht ist es aber auch morgen, vielleicht aber auch übermorgen. Aber nächste Woche, beziehungsweise ab nächster Woche oder ab Freitag werde ich definitiv Internet haben. Da bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher. Ich hoffe das natürlich sehr. Und ich mache mir da grundsätzlich nicht mehr so viele Gedanken und das wird natürlich auch so sein. So, gucken wir nochmal rein. 710 minus Dings. Okay, wir sind auf jeden Fall, was die Minushöhe betrifft, sehr, sehr gut dabei. Und es ging eigentlich ganz, ganz schnell. Und jetzt müssen wir theoretisch einfach nur noch hier geradeaus laufen. Das heißt, in diese Richtung bis 700. Dann müssten wir auch schon da sein. Und ja, also auch nochmal zu den Kommentaren und zu den Leuten, die da die ganze Zeit geredet haben, die für mich da waren. Also wirklich Hammer. Da waren so korrekte und liebe Kommentare. Leute, ich kam wirklich gar nicht auf mein Leben klar. Das war heftig. Das ist einfach so wie so eine kleine Familie, die man noch hat. Okay, eine große Familie, nicht klein, weil man echt viele Leute. Aber ist ja auch nicht schlimm. So, ich gehe jetzt auf jeden Fall zu den Jungs. Eigentlich müssen die zu mir kommen. Ich habe Geburtstag. Aber wir müssen das auf jeden Fall klären, denn Danergy wurde, wie gesagt, von fünf Leuten angegriffen. Und Danergy ist mein Bro. Since day one Musiker. Für mich sowieso, ihr wisst, Musikern habe ich nochmal eine ganz andere Bindung. Dementsprechend, wer mein Musiker-Bro hier fertig macht, der kriegt es mit mir zu tun. Ich sag euch, mittlerweile bin ich keine einfache Nummer mehr. Ich schwör's euch, ich bin keine einfache Nummer. Okay, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr nah schon dran.
710, das heißt, hier gleich müsste das sein. Es wird jetzt dunkel. Das müssen wir auch nochmal gleich wegen der Dunkelheit abchecken. Okay, Freunde, wir treffen uns gleich. Happy Birthday to you. Hey, was geht? Happy Birthday, lieber Mensch auf diesem Planeten. Ey, wie süß. Lieblingsmensch dazu. Ey, Kuss, Leute. Ich küsse eure Herzen. Wirklich vielen Dank. Ey, Leute, erstmal, no joke, Dankeschön für euren Gesang. Wirklich so crazy. Also, komm hier in die Mitte. Bro, okay. Ja. Nee, Dankeschön. Ich wollte einfach, dass du da in der Mitte bist. Achso, ich küsse eure Herzen. Ey, erstmal wirklich. Ich hab ein Geschenk. Bitte schön. Hey, Bro, Dankeschön. Ist doch nicht nötig gewesen, Mann. Kian, es tut mir echt leid, aber du weißt, Geschenke und so, das ist nicht. Ich krieg das nie hin. Ach, mach dir keinen Kopf, Bruder. Du bist Geschenk genug, Bro. Ich hab ein Geschenk für dich. Und zwar kriegst du dreckige Erde, Junge. Yeah. Bruder, es geht nur um die Bedeutung und die dreckige Erde ist gut. Bro, ich sag dir. Benutz diese dreckige Erde und dann machst du BAM, zack. So? Piu, piu. Bruder, du weißt Kian, doch. Das ist so gut, dass du geschrieben hast, ne? Bro, ich hab schon gehört. Also, ich hab mit Ente vorhin gequatscht und er hat mir erzählt. Zu fünft auf dich, Bro? Ehrlich? Ja. Zu fünft oder zu viert? Zu fünft. Bruder, zu fünft, was, Digga? Also, ich sag ehrlich, das ist schon eine krasse Aktion, Bro, aber... wir haben dich gebraucht, dann, jetzt bist du endlich da. Ich freue mich so krass, dass du hier bist, ne? Bro, ich sag dir ehrlich, allein, dass du Musiker bist, ist schon für mich Beleidigung, dass man dich angreift. No joke, ich schwöre dir. Oder? Wir müssen zusammenhalten, die Musiker. Jan, das ist unsere allererste Begegnung auf der YouTuber-Insel, wollte ich schon sagen, bei Minecraft Helden, dass wir uns erst nach 2 Wochen richtig sehen und du hast was im Auge, Bro. Oh, was habe ich im Auge, Bro? Achso, ja, ich weiß, ich habe da so einen kleinen Fleck. Keine Ahnung. Aber ey, nichtsdestotrotz, Bro, ich weiß, ich war auch lange weg, ich bin wieder da und du weißt, was das bedeutet. Ich habe schon mit Ente geredet, Ente meinte die ganze Zeit, ey, du musst unbedingt zu uns in den Clan kommen und jetzt brauche ich auch von euch beiden, weil Stani hat auch schon ja gesagt. Wie seht ihr das? Stu, lass mal kurz reden, komm runter, Stu. Okay, Bro, ich komme, wo treffen wir uns? Hier unten. Treffen wir uns hier unten kurz. Okay. So, Leute, ich lass den mal kurz quatschen. Die können mal kurz reden. Lass mal hochgehen. Kian, guck mal, bei uns im Clan gibt's halt krasse Regeln, weißt du? Okay. Du kennst ja wahrscheinlich andere Clans, die sich gegenseitig ein Messer in den Rücken stechen und nicht loyal sind. Und deshalb haben wir halt bestimmte Regeln, die Denergy dir jetzt erklären wird. Okay, aber warum geht ihr nach oben, anstatt einfach bei mir auf die Regel gleich Nummer 1. Ja. Du hast noch nicht uns alle richtig begrüßt mit dem Königskrieger Tic-Tac. Was? Was? Da gibt's doch nichts zu lachen, Kian. Regel Nummer 2. Wo ist deine richtige Rüstung? Wie meine richtige Rüstung? Das ist meine richtige Rüstung. Siu? Sag Nummer 3 die Regel. Die Nummer 3, die Regel Nummer 3. Kian, erklär dir das jetzt. Erklär mal. Also, man muss halt, wenn man in diesen Clan reinkommt, wirklich wissen, wer man ist. Und weißt du, wer du bist? Bro, ich bin Kian Sama, auch genannt Kian Hanma, mit dem 43er Oberarm. Oh. Nein. Ui. Bro, ich kenne euch. Was spielt ihr gerade für ein, Spiel mit mir gerade, ehrlich? Das Problem ist, Kian, wir haben zu viele Leute Spider-Man. Bei den Königskriegern, ne? Ah, okay. Und ich glaube... dass wir dich pranken, oh mein Gott! Yeah, Bro! Ich hab das schon direkt gecheckt, Digga, normal. Also, guck mal. Ja. Jan, weißt du was? Ab jetzt wird ein ganz anderer Wind wehen, weil ich hab natürlich Spaß gemacht, als ob ich zu dir komme ohne irgendein Geschenk. Weißt du, was ich in meiner Hand halte? Das ist eine Armbrust. Nein, ein Grappler. Was? Hast du sowas noch nicht? Nee, Brudi, hab ich nicht. Dann lies mal, was hier steht. Okay. Oh. Ey, wie süß. Kians Geburtstagsgeschenk von Stu. Bro, ich küsse dein Herz. Dankeschön. Ehre. Alter. Danke, Mann. Hammer Geschenk. Jetzt, wo du bei uns bist, weht ein anderer Wind. Bruder, du weißt, du und ich als Duo-Action in jedem Spiel ist schon anderes Level, ne? Aber jetzt noch mit weißt einem du noch, zusammen. Diese eine Minecraft-Projekt, dieses eine Projekt von damals. Ach ja, warte mal, wir müssen noch ein anderes Duo testen, muss ich sagen. Oh mein Gott, ich wollte dich auch dementsprechend ansprechen, bin ich dir ehrlich. Also eigentlich die Verbindung, die gerade steht... Mach das mal unter euch, ich komme gleich, ja? Okay, alles klar. Ey, Bro,
Danergy. Es wird, glaube ich, Zeit. Also die Zeit hat langsam, die Zeit ist reif, sage ich mal. Ja, Bruder, ich habe Gänsehaut. Wirklich, das ist ein ganz krasser Moment gerade. Denkst du auch genau das, was ich gerade denke? Ich denke, dass du denkst, was ich denke. Bro, denkst du auch an einen Banger, der übertrieben eskalieren wird in der YouTube-Welt? Ja. Und es muss ein gewisses Thema kriegen. Und ich glaube, ich kenne da so ein Thema, was gerade gut aktuell ist. Erzähl mal, was denn für ein Thema? Vielleicht sollten wir über eine Person einen Track erstmal machen. Lass mich raten, hat diese Person dir Schaden zugefügt und uns allen auch? Mhm. Bro, ich sage dir ehrlich, ein Diss-Track über ihn. Digga, ich bin dabei, Bro. Du kannst auf mich zählen. Bro, da würde ich sagen, setzen wir uns ab morgen auf jeden Fall zusammen und fangen an, diesen Diss-Track zu schreiben, okay? Wir sagen es dir noch gar nichts, okay? Das soll eine Überraschung sein. Alright, es ist offiziell, Leute. Danergy featuring Kian. Let's go. Oh shit! That's it! Darauf haben alle gewartet! Siu! Bro! Ja. Das ist so eine kleine Überraschung, weißt du, aber das ist eine kleine Überraschung. Was für eine Überraschung denn? Siehst du in den nächsten Tagen, Bro. Okay, verstehe. Du wirst es ja hören, vielleicht. Aber Susan, jetzt nochmal zu uns, Bro. Du weißt, als Duo sind wir unschlagbar, ne? Also, du hast doch von diesem Minecraft-Projekt geredet. Weißt du noch, wie wir alle fertig gemacht haben? Bro, das wird. Digga, wenn wir wirklich nochmal. Wenn wir so nochmal in Minecraft trainieren, wie wir im Gym trainieren, dann ist eh erst recht vorbei. Bro, Jungs, das war's. Ich sag jetzt nochmal kurz was, ja? Ja. Also ich werde jetzt erstmal einen Ort finden müssen, wo ich so alleine bin und wahrscheinlich werde ich zur Safe Zone gehen. Okay. Das heißt, dort werde ich etwas aufbauen, wo mich ja keiner angreifen darf. Okay. Erstmal, so dass ich mich erstmal ready mache. Ich kann jetzt nicht hier mit einer Eisenrüstung rumlaufen. Ja, safe. Deswegen. Bro, also und wenn was ist, wir sind ready da. Machen. Ich werde trainieren und als stärkerer Krieger zurückkommen, Jungs. Sehr geil. Bro, das ist es. Du wirst wirklich jetzt von vielen gejagt. Bitte tu mir einen Gefallen und verliere nicht dein letztes Leben. Das wäre echt schade. Gut. Ich werde trotzdem da sein. An wichtigen Momenten werde ich vielleicht den Überraschungsmoment erfangen. Okay, Bro, wenn was ist, ruf mich an. Wir sind für dich da. Am Start. Wir hören uns, Jungs, ja? Wir hören uns, Bro. Ciao. Bis später. Okay, Susan. Setz deine Waffe ein. Ja. Und schwing dich hier zu dieser Säule. Way. Ist ja cool. Sehr nice. Ach, mit was. STRG lässt du los. STRG? Ja, vielleicht ist du meinst Shift. Ja, ja, gar nicht. Ist STRG. Okay. Checkst geil. Du? Wow. Ganz easy. Okay. Wenn gut, Susan. Wenn du drauf hast, dann hast du quasi, dann musst du nicht mehr Enderperlen usen. Okay, aber dann. Ich trotzdem Enderperlen bei dir. Susan, gut, dann Mr. hör mir zu. Ich mach mich jetzt auch auf den Weg und dann besprechen wir morgen weiteres. Aber ey, Stu, eine andere Sache. Wir sehen uns ja jetzt auch gleich außerhalb von Minecraft, ne? Dementsprechend, wir müssen uns beeilen, weil ich krieg die ganze Zeit Anrufe auf mein Handy, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe, was du meinst. Okay, tschüss. Okay, ciao. Leute, jetzt wird ein anderer Wind. Ich bin offiziell bei den Königskriegern. Geiler Stream. Geiles Stream. Geiles Video gewesen. Sorry, ich verspreche mich die ganze Zeit. Und jetzt wird's richtig crazy. Geiler Geburtstag. Und jetzt rechnen wir erstmal Danergy mit einem Diss-Track, wenn ihr versteht, was ich meine. Seid gespannt. Let's go.